Hallo Leute, was geht? Data1005 hier mit Let's Play Spyro 2. Das letzte Mal haben wir Herbstfeld vollkommen abgeschlossen und jetzt gehen wir in den Zaubersumpf, der sich in Wintertundra befindet. Und fangen hier mal an, ein bisschen aufzuräumen. Und wir schauen uns das Intro an. Talisman gibt's ja bekanntlich keine mehr, sondern nur noch Kugeln und Edelsteine. Aber das soll auch nicht das Problem sein. Naja. Nichts ist mehr, wie es war, seit unser Zauberbrunnen aus ist. Es würde echt helfen, wenn du herausfinden könntest, was hinter diesem Desaster steckt. Ich kann's gerne mal in Erfahrung bringen für dich. Jo. An sich sind die Level, wie gesagt, gleich geblieben. Oder, aber eben, es gibt keine Talismane mehr. Ist an sich eigentlich auch nicht schlimm, weil die muss man umrammen. Die haben irgendwie so ein Metallschild rum. Da ist ein Powerpunkt, für den man 20 Seelen braucht. Gut, hier kann man ein bisschen schwimmen. Dann haben wir hier am Zauberbrunnen ein paar Edelsteine, die wir mitnehmen wollen. Viecher haben wir natürlich auch wieder, wer hätte das denn erwartet. Die muss man rösten, diese großen Elefanten. Wir haben Sprengfläschchen. Mensch, ich finde das so schön. Okay. Da oben ist wieder ein Affe. Den können wir auch da runterholen von seinem hohen Ross. Ein Frosch. Gut. Und dann schauen wir hier weiter. Da ist wieder ein Powerpunkt. Was ist hier nur los? Au. Professionell. Au. Was ist heute nur los? So, da haben wir wieder Zeugs. Elefanten, Frösche und Viecher. Mensch, die Seelen platzen ja nur so. Ja. Wie ihr das wollt, ne? So machen wir das. Die Affen, die nerven mich irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen kann ich die überhaupt nicht leiden. Naja, da ist noch was. Bams. Gut, Edelsteine. Zeug. Hier kann man schwimmen. Au. Die sollte man nur berühren, wenn sie nicht so groß sind. Kann man die ganz leicht umhauen. Aber wenn die so groß sind, sollte man das möglichst unterlassen, denn das tut weh. Dann sind das wie so kleine Enten oder was, keine Ahnung. Apropos, hier ist auch eine Ente. Quack, 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 ja. Na komm. Ah. Zack. Okay. Irgendwas hat hier noch. Ach, da drüben blinkt was, ja, ich sehe es. Okay. Und da vorne, irgendwo waren auch noch Edelsteine am Wasser irgendwo. Ach ja, hier. Bei. Na, komme ich doch raus, oder nicht? Jo, geht schon. So, dann gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen, am besten. Jetzt muss ich mal kurz hier das Telefon ausmachen. Denn sonst haben wir, so wie ich das jetzt nach derzeitigem Standpunkt sehe, sonst heute wieder keine Ruhe. Dann ist heute wieder nur Kacke am Dampfen. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich möchte einmal in Ruhe aufnehmen können. Das wäre mal eine klasse Geschichte. Wird mir anscheinend immer wieder verwehrt. Keine Ahnung warum. Was ist hier nur los? So, schauen wir uns hier noch mit um. Oh. Da fällt man leicht runter. Ja, komische Bäume. Auf denen man irgendwie stehen kann. So, wir wollen eigentlich wieder hier rüber.
Und hier rüber. Und Affen killen. Genau wie den. Dann haben wir hier noch ein paar Viecher. Und wieder unsere bekannten Affen. So, Seelen haben wir mehr als genug. Die Powerpunkte sind bereits aktiv. Aber die brauchen wir jetzt eigentlich derzeit noch nicht. Ah! Nutzen, ich bin doch blöd. Ach ja, mir fällt gerade noch ein Geheimnis ein. Das können wir eigentlich gleich mitmachen. Und zwar sieht man da hinten auch ein Versteck oder irgendwas. Und da kann man auch noch mit hin. Da ist nämlich ein bisschen was los. Da ist der Professor. Ah, Spyro, ich bin so froh, dass du hier bist. Ohne meinen zuverlässigen Bleistift kann ich nichts tun. Ich habe ihn wohl verloren. Ich habe dieses Extra-Ei. Vielleicht tauschst du es gegen meinen Bleistift? Ein Extra-Ei. Mhm. Ja, und das ist jetzt wirklich eine kleine Tauschquest, damit wir den Bleistift des Professors wiederbekommen. Das ist jetzt lustig, da müssen wir jetzt irgendwie wahrscheinlich ein Vogelnest oder sowas suchen. Das gibt's ja tatsächlich. Und dann geht das immer so weiter. Da hat man hier eine kleine Tauschquest, wo man dann immer Gegenstände irgendwie durchtauschen muss. Das ist schön gemacht. Boah, wo war das? Ich glaube sogar, das war irgendwo da hinten. Da, wo wir runtergefallen sind. Surprise, surprise. Wo war denn das? Also das ist es hier nicht, kann ich versprechen. Keine Ahnung. Aber irgendwo war das. Naja. Werden wir schon noch finden. Ich behalte es auf jeden Fall mal an meiner Seite. Da kann Spyro derzeit zwar kein Feuer einsetzen, aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Da unten kann man wieder tauchen. Durchtauchen. Wieso machen wir es uns prinzipiell eigentlich so schwer? Die Powerpunkte sind aktiv. Das sind Sprung-Powerpunkte. Und dann kommt Spyro hier ganz leicht hoch. Und da oben ist nämlich auch schon ein Vogelnest. Und da wollen wir das Ei reinpflanzen. Dann kommt da ein Vögelchen und schmeißt uns dafür was runter. Einen Samen. Und der... wo sind wir denn jetzt hier daheim? Ah ja. Der muss hier ins Töpfchen. Ja, das war profimäßig. Ach, ich ziel halt doch mal. Gut. Dann kommt hier eine Pflanze raus. Die spuckt uns ein Entchen aus. Auch wenn das vielleicht nur eine Gummiente ist. Ganz klar, wo die hin muss. Zu den zwei Enten da hinten. Da kommt die wahrscheinlich mit rein. Könnte sein, ne? Zwar waren die hier. Die hauen wir da einfach mal mit dazu. So, dann spuckt uns die wieder was aus. Sieht aus wie eine Art Radieschen. So. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo das hinkommt. Das weiß ich nämlich nicht mehr so genau. Aber das ist auch wurscht. Wir können ja hier den Powerpunkt mal benutzen, um hier hochzukommen. Vielleicht finden wir da irgendwas. Naja, vorerst würde ich... Naja. Würde ich erstmal sagen, wir reden mal mit der. Oh, ich muss eingenickt sein. Harry, je, ich habe wohl den Brunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und erzähl Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen. Okay? Niemals nicht. Gut, dann haben wir im Prinzip das Spiel so weit durch. Jetzt ist die Frage, wo war das mit dem Radieschen? Ich glaube, das war hier oben irgendwo. Hier, mit dem wollen wir noch nicht reden. Wir gehen mal hier. Hier kann Spyro nicht schwimmen in diesem tiefblauen Wasser. Das ist nicht gut für ihn. Da kann er nichts damit anfangen. Mensch, wo war denn diese... Ach so, hier oben war diese Höhle. Ich glaube, da muss man das Radieschen irgendwo da drin reinpflanzen. Hörchen, wie war das? Ach ja, das Radieschen muss hier in den Kochtopf, genau. So, dann spuckt der Kochtopf wieder was aus, eine Münze. Und diese Münze
oder was das auch immer sein soll, die muss in den Zauberbrunnen. Der läuft wieder. Das sind so gelbe Dinger am Boden und da legen wir das einfach mit dazu. Zack. Und dann spuckt der Brunnen den Bleistift des Professors aus. Und wir haben das Rätsel gelöst. Die Tauschquest, sehr schön. So, müssen wir da nur noch schnell hin schweben und ihm das Ding geben. Blub. Mein Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora glaubt, dass ich sie verlieren werde. Kann sein, Professorchen, kann sein. Gut, dankeschön. Okay, wir haben schon gesehen, das Level ist noch ziemlich groß. Da können wir uns noch ein ganzes Stück ein bisschen umschauen. Und das tun wir auch gleich mal. Wir gehen nochmal hoch. Also da war definitiv Linux. Nur mal so. So, jetzt haben wir hier noch den Affen, der mich ärgert. Dann haben wir hier Edelsteine. Wie gesagt, in das blaue Wasser hier, in das tiefblaue, nicht rein. Das bringt nichts, da stirbt man. So, hier haben wir eigentlich alles gehabt. Außer hier sind noch ein paar Edelsteine. So. Dann war hier noch was. Was wird das hier? Ach ja, nee, das ist nochmal ein Bereich, wo wir schön schwimmen können. Ja, der Zaubersumpf ist an sich recht schön. So, wo kommt man jetzt hier raus? Aha. Mystikness. Ach ne, da kommt man hier rein. Aha. Ach, guter Gott. Au. Blüpp. Ja, schau nicht so doof. Stirb lieber. So, haben wir noch einen von unseren Jungs hier. Ah. Zack. Okay. Ach so, das war hier. Ja, okay, 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 okay. Ist ja gut. So, wo ist der Powerpunkt? Hier. Okay. So, jetzt ist die nächste gute Frage. Wie wird den Luftballon... Ach nee, Moment, wie war das? Ach nee, ging prinzipiell relativ einfach, den muss man nämlich irgendwie irgendwie so mit Feuer und so runterbringen. Moment, vielleicht geht das, wenn ich das so mache. Ja. Nee, das muss schon so funktionieren. Geht auf jeden Fall mit diesem Sprung-Powerpunkt, so viel weiß ich noch. Ja, funktioniert. So, jetzt haben wir noch ein was. Und zwar. Moment, 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 wo war denn das? Ach, hier. Hm, genau. So, hier nochmal. Da waren nämlich auch Edelsteine auch noch im Wasser hier. In diesem kleinen Becken. So, und dann haben wir jetzt eigentlich noch eine Geschichte. Mit diesem Typ, der da oben steht. Mit seinem Auto. Das hätten wir noch. Dann haben wir eigentlich den Zaubersumpf soweit schon. So. Zumindest alle Edelsteine werden wir wahrscheinlich haben. Jo. Und dann reden wir mal mit ihm. Ah, Spyro. Ein freundliches Gesicht. Ein Haufen übler Diebe hat die Zündkerzen geklaut. Und ich sitze hier fest. Bitte hol die 4 Zündkerzen zurück. Welche Diebe klauen bitte Zündkerzen? Okay, das ist jetzt mal wieder so ein kleines Verfolgungsspiel. Das ist, ja, naja, muss einem gefallen, sage ich mal so. Einer von diesen Dieben ist zum Beispiel hier, die schauen so aus wie so Kängurus, so eine Art.
ja. Und sind wirklich ziemlich schnell, muss man sagen. Also da leckst du mich ganz schön am Seil. Der rennt jetzt immer hier diesen Rundweg praktisch. Ja, muss man halt machen und dann ihn da erwischen. Ganz einfach. Geht schon, aber ist nicht so einfach. Springen können die halt furchtbar gut, ne? Das ist halt das. Aber das kriegen wir. Hä? Alter! Ich sehe nix. Jo. Hoppala. Wollte ich nicht. Gut, eine Zündkerze haben wir. Da ist noch einer. Ah ja. Welchen Weg nimmt der? Aha. Schwimmen. Oschi, oschi, oschi. Nein! Guter Gott, ach guter Gott. So, im Wasser kriege ich den. Ja, yeah, oder so. Ist auch recht. So, na komm schon, wo sind die anderen zwei Diebe? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Irgendwo müssen die sich auf jeden Fall auch noch aufhalten. Einer war, glaube ich, irgendwo da oben und war einer auch hier unten. Da ist einer, oder? War da einer, ja. Okay. Der war prinzipiell relativ leicht. Und einer muss noch irgendwo da oben gewesen sein. Hm, glaube schon. Oder? Doch nicht? Boah. Wo war der? Uncool. Ah. Na gut. Ist nicht so schwer, dass man sagt, oh mei, aber... Ne? Also das war jetzt irgendwie gleich keksmäßig, ne? Den konnte ich ja gar nicht kriegen. Ach Mann. Ah, da oben ist er, ich sehe schon. Ha. Heiland, Heiland, Heiland. So, jetzt. Nochmal. Nee. So, definitiv. Irgendwie stürzt Spyro da immer ab. Keine Ahnung, was da los ist. Ach, das gibt's doch nicht. Genau wie hier, da stößt man immer dagegen und dann... Ne? Jo. Oder man macht's einfach so. Ohne zu fliegen, das kommt irgendwie auch prinzipiell relativ gut. Oder auch nicht. Ich werde doch jetzt diesen einen verdammten Tipker bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Kann doch eigentlich gar nicht Sinn. Naja. Gut, jetzt habe ich hier ein bisschen abgekürzt, aber das ist prinzipiell eigentlich wurscht. Man muss seinen eigenen Weg halt finden. Yay! Na komm, bring halt die Zündkerze mal her. Yay! Juhu! Ich bin wieder im Geschäft. Hier, junger Drachenfreund, nimm das. Es hat Museumswert, aber du verdienst es. Kugel! Yay! Und damit den Zaubersumpf geschafft. Dann verschwinden wir und schauen uns das nächste Level erst im nächsten Video an. Vorher noch der kurze Abspann.
Tja, ne? Mal kurz eingeschlafen. Tja. Okay. Dann würde ich sagen, greifen wir beim nächsten Mal das Level da hinten an. Dass wir mit der Macht unsere Kugeln freigeschalten haben oder auch nicht. Der Professor hat schon wieder zugemacht. Es ist ein großer Thron. Ja. Der Wolkentempel, dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet. Blabla. ja, das war's mit Spyro 2. Bis denn und ciao, ciao.